Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Borderlands 3. Vielleicht sogar die letzte. Kann es gerade nicht sagen. Machen uns auch gleich auf den Weg zu Tyreen. Ich möchte nur mal kurz noch irgendwo einen Punkt rein stack packen. Schadensresistenz ist immer gut. Da gehen wir jetzt auf die letzten Level hier in die Defensive. Wir zählen auf dich, Killer. Der Zerstörer reißt den Planeten auseinander. Du musst Tyreen aufhalten. Pandora war schon immer ein Drecksloch, aber es war unser Drecksloch. Selbst wenn wir Tyreen aufhalten, ist Elpis viel zu nah an Pandora. Die große Kammer wird sich weiter öffnen. Darum kümmern wir uns nach Tyreens Tod, eine Apokalypse nach der anderen. Wir sind im Orbit, Kayon. Ich beobachte deinen hübschen Arsch von der Sanctuary aus. Pandora zerbricht, aber ich lasse dich im Kampf gegen diese Hexe nicht allein. Gut, dann machen wir uns doch mal in den Kampf von Kämpfen. Puh. Irgendwie Angst jetzt gegen den Endboss hier anzutreten. Na endlich. Rechne nicht mit Gnade, Superfan. So ein Gott bin ich nicht. Der ganz immun. Kletter auf ihren Rücken! Auf den Rücken? Jetzt? Da, das ist deine Chance! Mach sie fertig! Großer Fehler! Ich denke mal, die kleinen Insekten sind jetzt auch da, um vorübergehend gut zu blocken. Oi, der Laserstrahl tut aber weh. Bist du jetzt fertig?
sind ein paar Insekten. Jetzt hätte ich ja nicht wirklich einen Grund abzulaufen. Jetzt die Frage, ob ich hier unten durch muss oder es einfach kassieren darf. Pass auf! Ihr Sachs!
den kann ich wahrscheinlich ja gar nicht abwehren, oder? Nur weiter so! Geil, der Löff hat ihre Sirenenkräfte wieder. Geschafft, Killer. Sie ist tot. Nun, sieh dir das mal an. Na los, die Kammer gehört dir. Oh, haben wir doch alles jetzt eingesammelt. Bin ich mal gespannt, was in der Kammer drin ist. Ach, guck mal an, da sind Kisten. Epischer Granatenmod. Nur ein episches Item. Ist doch eigentlich ein Witz. Muss ich echt sagen. Sie starb und wurde zu Asche, also ein ganz klares Vielleicht. Du hast deine Kräfte zurück. Gar nicht so schlecht, oder? Ich war so lange ohne sie, dass ich mich fast dran gewöhnt habe. Spaß beiseite. Fühlt sich gut an. Das war's dann. Nicht ganz. Die große Kammer öffnet sich noch. Elpis reißt Pandora auseinander. Was können wir tun? Ganz einfach. Gar nichts. Außer du kennst deinen Weg, den Mond vom Himmel zu holen. Lauf in Richtung Feuer. Sanctuary ist dein, Eva. Sei bereit.
Lilith davor? Die große Kammer schließen. Sie rettet Pandora. Das bringt sie um! Das weiß sie. Sie ist Firehawk.
audition? Take one. It's stealth time. Do 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 ba do ga da 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 do do da. Stealth time. Gonna walk over here, and I'm gonna come over here super duper quiet. Do da ga saba da saba gow. Tiptoeing over here, gonna spin around. I'm so ooh-ah-ee-ow, so quiet, so super duper quiet. Oh, that's a bit too loud. Saba da da da.
Thank you.
Wir sollten wieder hoch zur Sanctuary. Mal sehen, ob sie uns was hinterlassen hat. Du meinst sicher Wertsachen, die du entwenden kannst. Aber ja, lass uns nachsehen. Das war jetzt aber ein langer Abspann, muss ich echt sagen. Ich finde es jetzt nur schade, wenn sie jetzt wirklich gestorben ist. Tut mir gerade ein bisschen im Herzen weh. Aber mit ihr hat alles angefangen und jetzt soll es damit enden. Das finde ich ein bisschen kacke. In Lilles Quartier, Kammerjäger. Bitte bring mir den Kammerschlüssel, den du Tyreen abgenommen hast. Ja, wo ist denn Lilles hey, Quartier? Du hast es geschafft! Du hast meine Anweisungen exakt befolgt und Pandora gerettet! Achso, Ava will mit dir reden. Sie ist in Lilles Zimmer. Ich hatte wohl gehofft, dass Lilith hier auf uns warten würde. Aber sie ist weg. Maya hat mir Geschichten über Lilith erzählt, als die zwei noch Seite an Seite gekämpft haben. Ich vermisse sie beide. Lilith hatte so ihre Geheimnisse. Die Kiste ist iridianischen Ursprungs. Aber ich habe keine Ahnung, wo sie sie herhaben könnte. Es gibt keinen externen Mechanismus, aber vielleicht kann ich sie per Phasenverschiebung öffnen. Oh, es geht also. Merkwürdig. Lilith muss gewollt haben, dass ich das finde. Aber das würde bedeuten, dass... Wie dem auch sei. Wir müssen noch etwas anderes bereden, Kammerjäger. Wow. Es ist vorbei. Du hast es geschafft. Wie gut fühlt sich das an?
Gar nicht gut, wenn Lilith jetzt tot ist. Gehen wir mal kurz unser Inventar verkaufen, weil so können wir die drei Sachen nicht annehmen. Ich finde es zwar schön, dass wir jetzt die Story so weit durch haben. Nur muss ich ehrlich sagen, wenn jetzt die Lilith tot ist, da hätte ich auf Borderlands 3 auch in der Praxis verzichten können. Wenn sie mir meinen Lieblingscharakter einfach sterben lassen. Und jetzt bin ich vom Ende sehr enttäuscht, muss ich sagen. Der Freund tut mich das gerade nicht. Warte, aber wir gucken mal. Ich hab's vergessen. Wow, es ist vorbei. Du hast es geschafft. Wie gut fühlt sich das an? Mittels meines enormen Intellekts habe ich den Zweck des Artefakts erkannt, das du in der Kammer entdeckt hast. Es ist ein fortschrittlicher Wächtergeisteskern. Ich habe einen Neuraladapter gebaut, der ihn mit dem Schnellreisesystem des Schiffs verknüpfen kann. Mach das mal. Die Wächter haben diesen Geisteskern benutzt, um ihre eigene Kampf-KI durch Training in simulierten, noch chaotischeren Alternativuniversen zu verbessern. Zumindest glaube ich, sie waren simuliert. Es ist unklar, aber keine Sorge. Jegliche Paradoxa oder Realitätslecks sollten sich entweder von selbst auflösen oder aber wir werden alle vernichtet, bevor es sonderlich schmerzhaft für uns wird. Klingt nach Spaß, oder? Ich nenne es Chaos-Modus. Ich habe ihn in die Schnellreisekarte an Bord integriert. Für den Fall, dass du mal Lust auf Chaos hast. Also nur zu. Achtung, Crew der Sanctuary. Dieser verdammte Kammerjäger hat gerade alle eure Ärsche gerettet, also zeigt etwas Respekt. Es gibt nicht genug Helden in dieser Galaxis. Story-Kampagne abgeschlossen. Glückwunsch, du hast den wahren Kammerjäger-Spielverlauf freigeschalten, in welchem dem du die Kampagne mit schwereren Gegnern und besserer Beute neu erleben kannst. Aber das ist noch nicht alles. Du kannst jetzt den Chaos-Modus aktivieren, um durch den du verrückte Effekte für dich und deine Gegner hinzufügen kannst. Verdiene mehr Erfahrung, Geld und seltene Beute, die es ausschließlich im Chaos-Modus gibt. Weiten verbergen sich noch vor Maurice, glänzende Augen in tiefen Geheimnissen, die in der Ferne lauern. Gut, dann haben wir die Hauptstory jetzt geschafft. Bin ja ein bisschen spät dran mit Borderlands 3 allgemein und wenn wir jetzt hier dieses Plakat anklicken würden, könnten wir das erste DLC jetzt starten. Das erste DLC werde ich jetzt aber erst anfangen aufzunehmen, wenn ich umgezogen bin. Und ich weiß gerade nicht, wie weit wir mit der Folge und dem Datum sind. Heißt, ich würde mal sagen, gegen Mitte Februar sollte eigentlich alles hinkommen. Granatenschaden, Schusswaffen haben. Okay, keine Ahnung, wie man das jetzt hier alles macht. Damit ist die Folge aber jetzt beendet. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und Borderlands 3 so schön fleißig geschaut habt. Und Mitte Februar geht es dann hier mit dem DLC von Borderlands 3 weiter, Handsome Jack Jackpot oder wie es heißt.
So. Auf Wiedersehen.